Es ist der 20. Juli 2024. Wir sind im Parabol Festival im Kanton Neuenburg und wir sind mit Mr. Linus. Sich die Sorgen weg, Hitze bleibt, Sorgen auch, doch irgendwie halt mehr so. Es fällt uns allen leicht und doch nicht das so schwer. Im Magen und im Hals, bisschen mehr tut auch nicht weh. Auf. Gegen die Mehrheit, gegen alle, koste was es braucht. Die Idee und der Stadt, die Macht von euch gebannt. Ein Blumenstrauß reicht nicht, die Vase hauen wir an. Yeah.
Wow. Hey, Mr. Linus, willkommen im Kanton Neuenburg an der wunderschönen Parabol Festival. Ihr seid seit gestern Abend da, wenn wir nicht staunen. Wie ist es gegangen? Gut, es war mega schön, um hier zu spielen. Ein bisschen heiß, ehrlich gesagt. nein, es war mega cool. Wir haben gestern noch gesagt, so die Crowd hier ist mega cool, so mega dabei. Das ist wirklich mega schön. Die weltsche Stimmung. Ja, wirklich. Ja. Wir haben wirklich gesagt, man merkt einen Unterschied. Ja. Hey, ihr habt letztes Jahr ein EP aufgelöst, das Apori heisst. Was bedeutet Apori? Das frage ich mir seit ein paar Momenten. Apori bedeutet eigentlich wie so ein Zustand, wo es wirklich keine Lösung gibt. Aha. Sehr vereinfacht gesagt. So bis Einbahnstrasse. So. Ja. Cool. Beim EP Apori im September 2023 sind ihr nachher on Tour gegangen. Wo ist das gewesen? Wir waren in Deutschland mit Captain Planet, haben ein paar coole Shows spielen. Und nachher, gerade einen Monat später, haben wir noch zwei Shows mit Fjord in der Schweiz spielen. Also von dem her wirklich super für den Release. Ja, ja. Also, wie ist die Stimmung auch noch in Deutschland? Weil wir kennen Bands, die auch noch ab und zu an Tour sind. Was ist ganz genau spezifisch in Deutschland? Gibt es kein Merch, kein Essen, viel Bier? Nicht, also kein Bier? Also Bier hat es immer relativ gutes Bier, obwohl Lager, aber sehr gutes Lager hat es immer gegeben. Was ich vielleicht aufgreifen kann, was Becky vorhin gesagt hat, das Publikum ist sehr zuvorkommend. Also die Leute sind wirklich immer so, obwohl wir Support waren, immer schon voll gewesen, wenn wir gespielt haben. Und ja, sehr grosser Support, so wie hier im Parabol. Also das ist super gewesen. Ja, das könnte ein bisschen unterschiedlich sein als in der Schweiz, dass viele Leute schon für den Support kommen. Wie ist es bei euch? Also, kommen normalerweise Leute beim Support schon in Konzertsaal, meine ich. Vielleicht die Festivalstimmung ist etwas anderes. Leute sind fast immer schon da, würde ich sagen. Aber beim Dynamo in Zürich oder in Kufalis irgendwo. Oder seid ihr nie Support Act? Wir sind immer Support Act. Wir sind immer der Main Act. ich würde sagen, also jetzt, wenn du jetzt so sagst, Deutschland und jetzt da, habe ich das Gefühl, so in der Deutschschweiz gibt es auch schon ein bisschen einen Unterschied. Also ich würde sagen, die Leute kommen vielleicht schon eher ein bisschen später. Yeah. Und ja, also finde ich, oder immer auch, wenn ich in Shows gehe, höre, dort merke ich es fast noch mehr. Ja, hat also, auch gesagt, oder? Tendenziell so in Deutschland sind wirklich die Leute schon dort, das ist voll und sie sind wieder dabei. Und in der Deutschschweiz habe ich auch das Gefühl, es ist eher weniger. Also, ja. Dass die Leute eher mal noch später kommen oder erst auf den Main Act. Weil wir vielleicht ein bisschen weniger neugierig waren. Ja, vielleicht, ja. Ja. ich komme zurück on Tour in Deutschland. Was war die wichtigste Sache im Auto? Außer Benzin. Der Janik, der alles organisiert. Der Janik hat immer schön alle Listen ausgedruckt und alles für den Zoll und so. Und Anna und ich sind vielleicht nicht ganz so organisiert. Darum ist es wichtig, der Janik dabei zu haben. Und Musik für im Auto natürlich. Das ist nicht langweilig. Und wenn wir eine Post-Hardcore-Band sind, was hören wir im Auto? Puh, gute Frage. Verschiedenes, ja. Von Salsa, von Post-Punk zu... Recht viel Hip-Hop haben wir, glaube ich, auch gehört. Ja. Und noch ein bisschen Katy Perry vielleicht noch dazu. Eher Taylor Swift. gut. Ich würde vorschlagen, dass ihr könnt weiterspielen könnt und dass wir nachher ein bisschen später mit anderen komischen und lustigen Fragen zurückkommen.
Streben auf Lichtfeiern. Kann ich denn einmal mit mir selber sein, was ich mir so nicht verspreche? Dabei bin ich authentisch zu mir, abgesehen davon, gegen außen viel versprechen. Mach doch nicht verwechseln, ich bin hier schon längst mit Boden. Ich will heißens Blüten wecken und seh nicht für immer Wunder sein. Nach in unseren Ohren. Du musst frei sein, gleich sein. Schwimme mit dem Strom. Sag mir, kannst du mal? Ich seh die Oberfläche schon. Können wir uns selber retten? Eigene Werte in die Welt setzen. Ohne Fokus zu verlieren. Ohne jetzt zu resignieren. Wir kommen her. Solange die Hitze steigt, wir stemmen uns dagegen. Zeigen alle Menschlichkeit. Reichen bis hoch hin. Aus auf das Meer, wo das Licht bricht und sich nicht ganz absorbiert, aber neu rekonstruiert. Wir beten, wir feiern, wir tanzen. Wir beten, wir feiern, wir tanzen. Wir beten, wir feiern, wir tanzen. Wir beten, wir feiern, wir tanzen, wir hassen. Das Augenblick. Wenn ich da aus.
rausgehen und wir nicht mehr sehen, was uns glücklich macht. Ja, lass uns doch gehen, das Feuer wird vorbei. So, wenn ich mich nicht täusche, das erste Lied war «Wunder» und die zweite ist «Schüsse». Korrekt. Merci vielmals. Vorhin hat gesagt, dass Yannick die wichtigste Person ist on Tour. Ich sagen. Oh nein. Wie tut ihr zusammen komponieren? Oder Rebecca, machst du das alleine oder Anna oder Yannick? Oder wie macht ihr das zusammen? Habt ihr einen Ort zum Proben? Wie macht ihr das? Also oft hat wie jemand so eine Idee, oft hat Anna Texte schon. Ja, das ist wie so ein bisschen Text, ein bisschen Chords rum und dann nachher wie so das Finale, wirklich zu schreiben, das passiert nachher schon zusammen im Bandraum. Ja. Genau. Ja, und wir haben das Glück, dass wir nicht mega weit auseinander wohnen und wirklich zusammen proben können öfters. Ja. Das ist ja nicht mega weit für dich. Also, Anna und ich haben es nahe, weil wir wohnen in Bern und wir proben in Bern. Der Yannick hat eine Stunde. Aber es gibt ja Bands, die wohnen 10 Stunden auseinander zum Teil. Also ja, darum alles so im machbaren Bereich, sagen wir so. Okay, und kommt es vielleicht Neuigkeit in die nächste Zeit? Oder ist etwas am Kochen? Gibt es neue Lieder oder neue Texte? Es gibt sicher neue Texte, habe ich das Gefühl. Das hast du richtig im Gefühl. Ja, es gibt sicher so Ideen. Ich würde sagen, ich noch nicht so am Kochen, aber so vielleicht so ein bisschen am Köcheln. So. Ich weiß noch nicht, was es gibt. Okay. Als Hauptgang. Es ist ein Kompliment, was ich jetzt würde sagen. Also deine Texte sind nicht mega zufriedlich. Nicht immer mega zufriedlich. Von wo kommen die Texte? Hast du gute Gefühl? Du hast einfach so wandern oder gehst du in die Stadt und bist einfach so am Stühnen und kommst nachher Sachen im Kopf und tust das nachher als Notizen überall schreiben oder nicht? Ja, also es kann jedes Beispiel sein, das du gerade gesagt hast. Ich habe das Notizbuch meistens dabei und wenn irgendwas kommt, dann schreibe ich es auf. Und nachher gibt es meistens so verschiedene Stückchen und dann muss man das dann irgendwie zusammen basteln. Ja. Das ist dann der schwierigere Teil. Das glaube ich schon. wie ist es jetzt gerade für euch in der Schweiz so ein Konzert zu finden? Ist es kompliziert, wenn wir so Post-Hardcore machen, als die Szene nicht mehr so lebendig ist, aber es gibt noch Konzerte, aber nicht so wie vor 10, 15 Jahren her. Ich glaube, im Moment ist es relativ finde ich, eine gute Situation, weil aber wir spielen nicht nur mit Post-Hardcore-Bands oder wie ist der Stil auch immer bezeichnen. Wir sind auch relativ offen und spielen sehr breit und haben, glaube ich, ein gutes Netzwerk. Und aber nachher liegt so wieder Saison so Sachen machen, das ist so Sachen lieben wir. Das ist genau die Gigs, die wir am meisten feiern. Ja. Ja. Spass machen. Also du machst schon das Booking oder suchst du das Gigs für... Nein, vor allem Donna macht das Booking. Ja. Oder nicht? Aber ich tue euch vermitteln, so ja. So, starke Netzwerk, klar, das ist mega wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass auch noch wieder mehr Punk und... Also Punk-Szene, dass es vielleicht einfacher ist, weil wir kennen vielleicht alle und das hilft dir schon. Regarding Booking und Grafik, alles was Grafik ist schon für das Album, hat es das auch noch selber gemacht? Aha! Und wie machst du das? Machst du alle Pochetten von der Album so? Also tust du alles zeichnen oder selber aufbauen? Ja, also das ganze Merch-Zeug habe ich alles selber gezeichnet und wir haben sogar alles selber gedruckt, Anna und ich. Yay. Mehrere Nachtschichten, weil wir ein bisschen spät angefangen haben. genau, und das Albumcover, das mal, haben wir so
bisschen Ideen gesammelt und dann, es ist ja das Foto, also dort ist echt wie, nachher der Rest, grafisch nicht mehr so schwierig gewesen. genau. Ja. Yeah. Ich würde sagen, dass wir noch weitermachen mit den zwei letzten Lied. Wollt ihr etwas darüber sagen, über Norden und Piraten? Weil beide sind, glaube ich, aus Apori, wenn ich keine Blödsinn sage. Das stimmt. Ein Wort über Norden zum Beispiel? Wir müssen nicht schüch sein, also wir beißen nicht. Ich glaube, es gibt so unterschiedliche Wahrnehmungen. Also, ich glaube, für Rebecca ist der Lieblingssong, oder? Für EP. Ja. ich finde es so, also, es ist so ein bisschen ein spezieller Song. Am Anfang war er sehr poppig gewesen, im Refrain, wo ich mitgespielt habe mit der Gitarre. Und dann haben wir irgendwie einfach gefunden, ach komm, wir machen jetzt einfach mal den Refrain ohne Gitarre. Und dann ist es so das erste Mal, wo ich jetzt den Refrain einfach wie so ein bisschen den Sprechgesang mache, ohne zu spielen. Und ich finde es sehr interessant. Was ihr noch findet. Etwa das Gleiche. Für dich auch, Janik. Voll. Und ja, Norden habe ich auch sehr gerne und Piratin noch fast lieber. Ja. Gut, also, floor is yours. Zu viel Wein und Lutschen, was? Er sagte, ihr lebt im Ghetto, wo ist hier der ganze Punkt? Die Gönnerei macht uns so frei, zwischen Florenz, im Seminar, im schlechten Kaffee und Mensa sein. Sei mal zurück, kommst du?
kleine Emma Roll, die sich erträumt, den Jungen im Herzen in das Ziel. In weiter Ferne einmal queer, queer mehr ein Ozean. Auf einmal läuft auf dem Prächtchen und glänzen, so wie's alle erhofften. Keiner es glaubte, geblendet sind sie. Geblendet sind sie von Gold und von Macht. Wenn sie glücklich macht, was sonst niemand hat. Wenn uns glücklich macht. Wir wollen das eigentlich nicht, das hier ist alles und nichts, alles und nichts ohne dich, das hier ist alles und alle ausstünden an Lamm mit großen Augen, leben auf der Empfang, der bleibt auf. Es war lange zu, wenn ich gegeben wurde, verschenkt die Kunst des Lebens, man könnte meinen, du bist da, das Ziel unendlich nah, zum Greifen nah, so wunderbar, so nah. Wir wollen das eigentlich nicht, das hier ist alles und nichts, alles und nichts ohne dich, das hier ist alles so. So, ich habe ein paar Fragen. Anna, hörst du mich noch? Tipptopp. Warum singt ihr auf Deutsch, also Hochdeutsch sogar, und zum Beispiel nicht auf Englisch? Oder Berndeutsch? Oder Walliserdeutsch? Also Berndeutsch kann leider niemand von uns drehen. Wir haben tatsächlich Englisch angefangen, also Anna und ich. Wir haben am Anfang akustisch gespielt und dann haben wir noch englische Songs gehabt. Und irgendwann hat es sich so ein bisschen gewandelt, ich glaube auch, weil das Textschreiben wie natürlicher ist, ihre Muttersprache halt. Ja, und so ist es irgendwann zum Deutsch geworden und beim Deutsch geblieben. Genau. Ja. Fühlt sich, glaube ich, wie natürlicher an für uns so, als Englisch. Also finde ich persönlich mega cool. ich habe noch ein paar Fragen, also vollsinnige Fragen. Wie fühlt sich man in der Schweiz in so einer komischen politischen Periode rund um uns? Gibt es nur recht extrem? Wie spüren wir die Welt? Wie sehen wir die Welt? Wie spüren wir die Zukunft auch noch? Was ist euer Gefühl über das Leben und die kommenden Jahre? Da fällt mir gerade ein, wir haben einen Song auf der ersten EP, der heisst «Imagine». Und der geht auch gerade so ein bisschen um das. Und das war 2019 gewesen, und jetzt sind 5 Jahre später. Und ja, ich glaube, es ist für alle schwierig und schwierig auszuhalten. Darum glaube ich einfach auch, dass Musik halt ein Ventil ist, wo man gewisse Sachen auch verarbeiten kann, ohne dass es jetzt eine Lösung gibt, natürlich, auf so einer Makroebene Sachen, oder wo wir nicht beeinflussen können, oder nur sehr, sehr, sehr begrenzt. Und ich glaube, also,
tut uns, glaube ich, allen gut. Und ja, das hat ja nachher auch der Teil, wo die Leute zusammenbringt oder wo man zusammen kann, sich für Sachen einsetzen, die einem wichtig sind. Ja, also Mensch, dass die Musik fast so wie eine Therapie ist. Wenn du sie spielst und wenn du sie zuhörst. Also. Ja, also ja, Therapie ist gerade sehr weit gefasst, aber ja, also sicher, eben, wie Anna gesagt hat, das Ventil, also ja, wo man es verarbeiten kann, Sachen. Das ist, ja. Okay, letzte Frage, die mega schwierig ist. Lieblingstier, Rebecca, bei dir? Oh. Darf ich nur eins sagen? Ja. Oh. Schwierig. ich gehe mit, weil es nie genannt wird, das arme Tier mit einer Taube. Okay, original. Warum? Tauben, die sind grusig. Okay. Nein, Tauben sind sehr toll, sehr intelligent, ja? Übrigens. Können wir ein Lied über Tauben schreiben? Ja, vielleicht. Oh, mega. Und für euch zwei noch? Für mich, glaube ich, so ein Frost, ein Rotaugenlaubfrost mit der kleinen grünen, ja. Frost mit den roten Augen. Gut, und für dich, Anne? Wal. Wal? Püree. Das ist mega originell. Also, ein Lied könnte über alle drei Lieblingstiere sein, über die Geschichte von alle drei, die sich zusammentreffen, irgendwann auf der Welt. Und die nachher zusammen Musik machen. Also. Ich sehe den Merch schon. Du Tier mit dem Instrument in der Hand. Aber Merch war natürlich cool. Ja. Mega. was kommt denn noch in Zukunft? Also wir sind Mitte, Ende Juli 2024. Habt ihr noch Gigs, die kommen? Also wenn ja, wenn und wo? Also wir fahren jetzt direkt in der Session auf Zürich in der Tropfabrik, wo wir mit Über You, High Times, Annie Taylor und Hunted Like Thieves können spielen. Wird ein bisschen stressig hinfahren, aber nachher sicher ein geiler Abend. Also freuen ist. So, es klingt wie eine gute Party auch noch. Voll. Was ist denn etwas anderes noch? Wir spielen im September noch Konzert, ist aber noch nicht, kann man noch nicht mehr sagen. Und nachher im November zu Bern, im Dezember zu Zürich und nachher im Januar am Blauen Pferd zu Berner Reitschule. Ja. Cool. Das ist so das, was geplant ist bis jetzt. Sehr gut. Und alle Informationen finden wir auch noch sowieso auf eures Instagram, also Mr. Linus Band. Und hat noch eine Webseite, andere Zeuge. Also alles läuft durch Instagram. Und das Instagram von der Konzertsaal, wo ihr euch buchen könnt. Genau. Gut. Hey, Mr. Linus, merci viel mal und eine gute Reise nach Zürich. Merci vielmals. Merci.